Also gut, das hier ist jetzt unser Auto, unser Mietwagen. Hat ein bisschen verspätet, aber alles gut. Wir müssen jetzt nämlich früh los, da bei der Seilbahn. So, das ist jetzt unser Auto, hier ein Silberner. Und ja, wir müssen ein bisschen früh los zu der Seilbahn, da eben am Morgen kommen da ziemlich viele Kreuzfahrtschiffe an und Busse und so weiter. Und dann kann es sein, dass man da bis zu 3 Stunden ansteht für Tickets, um da hochzukommen. Also muss man wirklich, wirklich früh los, dass man da zeitig hochkommt. Das finde ich echt krass. Wurde dann mittlerweile schon irgendwie so eine Masche draus, dass halt Leute dann da Privattickets verkaufen. Irgendwie so Special-Tickets, dass man halt irgendwie früher reinkommt für ein Heidengeld und so. Also echt krass. 3 Stunden muss man dann teilweise warten. Und viel los, das ist echt krass. Okay, an der Skybridge angekommen und der Seilbahn. Ja, wunderschön hier, ja, gute Aussicht. Der Wahnsinn. Ja, gut durchgekommen war, keine Schlange, gar nichts. Waren früh genug da. Aber füllt sie jetzt schon. Okay, das war die Skybridge. War echt schön, tolle Aussicht, war echt wunderbar. Ja, dann jetzt gehen wir noch zum Wasserfall, wo man auch ein bisschen baden kann. Ist jetzt hier gleich um die Ecke. Fahren kurz mit dem Auto hin und dann gehen wir noch ein bisschen chillaxen an dem Wasserfall. Schauen uns den noch an.
Okay, wir sind wieder in unserem Heimatstadt, unserem Hostel. Und wie fandest du es? Wunderschön war es. Richtig schön, erfrischend und kühler Wind. Das hat gut getan bei der Hitze. Ja, das war richtig geil da. Mit dem Infinity Pool, natürlich ein Infinity Pool und Rutsche und so weiter. War super schön. War echt ein toller Ausflug. Ja, dann mal schauen, was wir heute noch machen. Mal einen schönen Frutcheck. Jo. Und mal schauen, was wir dann noch machen heute. Vielleicht melde ich mich nochmal, vielleicht nicht. Ja.